Ja, lieber Herr Böß, liebe Frau Thürmer, ganz herzlichen Dank für das Input gerade eben, weil ich glaube, wenn wir über das Thema Demenz reden, egal wo, haben wir ein ganz großes Problem, nämlich wir reden über Demenz. Wir wissen noch ein bisschen was von Angehörigen, weil es gibt einige Angehörigengruppen. Aber dass Menschen mit Demenz selber zu Wort kommen und auch zu Wort kommen wollen, das ist die Ausnahme. Das ist heute seit meiner langen Zeit, in der ich mich mit dem Thema beschäftige, die dritte Veranstaltung, in der eine Person selber, die an Demenz erkrankt ist, darüber redet. Und erstmal, ich finde das ganz toll, dass Sie das tun. Und ich glaube, genau das ist wichtig, damit wir alle gemeinsam auch verstehen, Konzepte entwickeln können und Wege finden können, was wirklich für die Menschen gebraucht wird. Und nicht, was wir meinen, was gebraucht wird, sondern was wirklich gebraucht wird. Und da, glaube ich, müssen wir gemeinsam noch ganz viel lernen, weil so schwierig das für Angehörige und Betroffene ist, so ist genauso der Spiegel auf der anderen Seite, nämlich, dass sich ganz viel in der Gesellschaft dagegen wehrt, zuzuhören, was Menschen mit Demenz brauchen und was wir verändern müssen, damit das Leben für sie gemeinsam auch leichter werden würde. Deswegen ganz herzlichen Dank, das vorab, bevor ich dann diejenigen begrüße, die eigentlich auch Veranstalter sind, Herr Rösing, Herr Butzlaff, liebe Christel Bienenstein. Ich freue mich, heute hier zu stehen, weil das Thema mir ein ganz wichtiges ist, aus zwei Gründen. Zum einen, weil ich als Ministerin in dem Themenbereich natürlich unterwegs bin, aber zum Zweiten, auch das sage ich immer gerne an der Stelle, weil ich bin eine von den geburtenstarken Jahrgängen. Was heißt das? Ja, 2050, wenn wir 90 sind und wenn man eben gehört, wievielte ist betroffen mit 90, dann sind wir doppelt so viele. Doppelt so viele Menschen mit Pflegebedarfen und doppelt so viele Menschen mit Demenz. Und das heißt, wir sind eigentlich heute auf Menschen wie Sie angewiesen, dass Sie uns helfen, uns zu zeigen, wie wir die Strukturen verändern müssen. Denn Sie wissen, wie träge und wie langwierig Strukturen sind, bis sie sich verändert haben. Wenn wir heute anfangen, können wir es vielleicht noch schaffen, dass wir 2030, 2050, wenn die Massen an Menschen auch wirklich mit den Bedarfen in der Gesellschaft stehen, vielleicht schon ein Stück weit was verändert haben. Das heißt, wenn ich heute als Pflegeministerin andere Konzepte fordere, dann kann das da zwar zum Teil noch für die Menschen, die heute älter sind, zum Tragen kommen. Aber im Wesentlichen sind das Veränderungen, die in 5 Jahren, die in 10 Jahren, die in 20 Jahren greifen. Und auch das gehört immer dazu, zu einer Ehrlichkeit, weil von heute auf morgen werden wir unsere Gesellschaft nicht verändern und von heute auf morgen werden wir unsere Lebenspflegestrukturen und gesellschaftlichen Strukturen nicht verändern. Und wir werden sie nur verändert bekommen, wenn das nicht die Aufgabe ist von Politik auf der einen Seite, auf Bundesebene, auf Landes- und auf kommunaler Ebene, sondern wenn diese Strukturveränderungen was sind, was wir alle gemeinsam wirklich in dieser Gesellschaft wollen. Und dafür werde ich einmal kurz so ein Stück, einen Blick machen, wo stehen wir heute und wo müssen wir meines Erachtens eigentlich hin oder welche Fragen müssen wir uns stellen. Ich will nur kurz zu den Ausgangszahlen, ich habe es gerade schon gesagt, wir werden doppelt so viel Menschen mit Pflegebedarfen 2050 sein. Wir werden dann in Nordrhein-Westfalen rund 1,6 Millionen, 1,5 Millionen Menschen mit Pflegebedarfen haben, inklusive dann 600.000 Menschen mit Demenz. Also es werden nicht wenige sein. Gleichzeitig werden wir nur noch von heute 8,6 Millionen Menschen, die im Arbeitsmarkt, im Erwerbsleben wirklich stehen, runtergehen auf 6,7 Millionen in 2050. Das heißt, wir werden nicht nur mehr Menschen sein, die Unterstützung brauchen, sondern wir werden weniger Menschen sein, die in die sozialen Sicherungssysteme einzahlen. Das heißt, weniger Geld, um Strukturen zu verändern. Und wir werden auch weniger Menschen haben, die dann die Pflege- und die Unterstützungsleistung erbringen können. Das heißt, mehr Bedarfe, weniger Ressourcen. Das bedeutet, wir müssen uns wirklich intensiv damit auseinandersetzen, welche Veränderungen wir brauchen, damit wir diese Quadratur des Kreises bewerkstelligt bekommen. Und wir haben einen dritten Faktor dabei, den wir auch nie aus dem Blick lassen dürfen. Nämlich, Sie haben eben ja auch sehr treffend beschrieben, wie die Struktur heute noch funktioniert, obwohl Sie berufstätig sind und gleichzeitig die Unterstützung für Ihren Partner noch die Rahmenbedingungen schaffen können. Das ist so. Die pflegenden Angehörigen sind zu 2/3 Frauen. Wir haben einen ganz großen Teil davon auch noch, die berufstätig sind. Wir haben aber auch einen großen Teil der Frauen, die in der Pflege sind, die im berufstätigen Alter nach wie vor sind, die erwerbsfähig sind, aber die Berufstätigkeit einschränken oder aufgeben. Und wenn der Fachkräftemangel in unserer Gesellschaft nochmal eine andere Dimension bekommt,
dann wird es auch hier eine andere Situation geben, wie der Run auf die pflegenden Angehörigen sein wird. Und wenn die pflegenden Angehörigen nicht mehr in dieser Gesellschaft als tragende Säule die Menschen, die Unterstützungsbedarf haben, mitversorgen, wenn wir ein zusätzliches Problem bekommen, weil das wird man nicht mit professioneller Unterstützung, das wird man auch nicht mit professionellen Strukturen kompensieren können, sondern hier brauchen wir eine andere Unterstützung für pflegende Angehörige im Berufsleben und für pflegende Angehörige, die auch aus dem Berufsleben aussteigen, damit diese tragende Säule in der Gesellschaft auch weiter besteht. Ja, aber was ist das, was wir im Grunde genommen, wie gesagt, an pflegenden Angehörigen, an Strukturen heute haben? Insgesamt gibt es einen Punkt, wo wir uns alle als Ausgangslage jenseits der Zahlen drüber aufeinandersetzen müssen, und das wird am deutlichsten beim Thema Demenz. Nämlich, wir leben in einer Gesellschaft, die eine Funktionsgesellschaft ist. Wir orientieren uns am höher, schneller, weiter. Und derjenige, der in dieser Gesellschaft funktioniert, in Anführungsstrichen, also derjenige, der im Erwerbsleben wirklich zur Verfügung steht, ist derjenige, an dem sich alles orientiert. Sie haben eben so schön beschrieben, dass es bei Ihnen den Metzger und den Bäcker noch gibt. In den meisten Quartieren, in den meisten Stadtteilen ist der Metzger und der Bäcker nicht mehr da, weil die Geiz-ist-Geiz-Mentalität dafür gesorgt hat, dass das Ganze auf der grünen Wiese nur noch mit dem PKW zu erreichen ist. Das heißt, wir haben unsere gesellschaftlichen Strukturen so verändert, an unseren eigenen Haltungen, weil das war ja nicht die Haltung von den Geschäften, sondern das war unsere, die gesagt haben, noch ein Einkaufszentrum auf die grüne Wiese, noch was, wo es billiger ist, weil 2 Cent mehr bei der Klopapierrolle gespart ist doch ein Gewinn. Und damit haben wir uns gleichzeitig unsere Versorgungsstrukturen in unseren Stadtteilen vor Ort weggehauen. Wir haben das zu verantworten und nicht irgendwer für uns, sondern wir als Gesellschaft. Und heute hat man Glück, wenn man in einem Stadtteil, in einem Quartier lebt, in dem es genau diese Strukturen noch gibt und in dem der Metzger, der Bäcker und das Geschäft noch da ist für die Grundversorgung. Das heißt, wir haben diese höher, schneller, weiter Gesellschaft, in dem sich alles an dieser Funktionalität orientiert. Die Kinder werden mit dem Auto in die Schule gebracht, die Kinder werden zum Kinderarzt gebracht, nicht mit der Frage an allererster Stelle, was ist das jetzt so alles, sondern an allererster Stelle steht, wann kann das Kind wieder in den Kindergarten und in die Schule. Und die Frage steht dahinter, weil wir alles dem Berufsleben und alles dieser Funktionalität untergeordnet haben. Und nur wenn wir uns das vor Augen führen, in welcher Gesellschaft wir leben, dann verstehen wir, warum diese Gesellschaft sich mit Demenz so schwer tut. Nicht nur mit Pflege und Alter, sondern gerade mit Demenz. Weil das ist das komplette Gegenteil einer an der Funktionalität orientierten Gesellschaft. Das ist das Gegenteil. Da wird mit der Krankheit uns als Gesellschaft der Spiegel vorgeführt. Was ist, wenn die kognitive Ebene in der Form nicht mehr funktioniert, wie wir unser Wertemesssystem haben? Und das, finde ich, ist das Beeindruckende daran, dass wir unser ganzes Wertesystem an der uns alle irgendwann vielleicht betreffenden Krankheit neu hinterfragen müssen. Denn auch das war eben im Input ja deutlich. Die Frage der Demenz ist auch eine Frage der Lebenserwartung. Mit 90 kann es jeden Dritten treffen. Es gibt ja diese Hochrechnung, wenn wir alle 120 werden, werden wir alle dement. Gut, das wäre dann vielleicht so. Aber das würde doch die Denkweise noch mal ganz anders umlenken. Nämlich, es ist eine Frage, wann es wen wie erreichen wird. Und es ist eine Frage, ob wir gemeinsam als potenziell alle Betroffene diese Gesellschaftsstrukturen so verändern wollen, dass es die Normalität gibt dessen, und nicht, dass es die Ausnahme ist dessen. Und es gab eingangs in Ihren Folien oder in Ihrer Präsentation, Herr Rüsing, dieses, wir brauchen eigentlich, wenn wir nicht andere Therapieformen kriegen. Ich sag mal, wenn wir uns die Forschung angucken im Bereich der Demenzforschung, dann haben wir da seit Jahren viele Theorien immer wieder präsentiert bekommen. Ich kann mich noch an diese ganzen Plaque-Theorien, wo alle erzählt haben, das ist es. Ich finde, wir dürfen nicht darauf warten. Wir dürfen nicht darauf warten, ob es irgendeine Therapieform geben wird oder geben kann, sondern gehen wir erstmal davon aus, wir werden keine kriegen, die die Krankheit wirklich verhindern wird, vielleicht verzögern, ja, das ist auch gut, aber wir müssen unsere gesellschaftlichen Strukturen so verändern, dass wir in dieser Gesellschaft eine inklusive Gesellschaft nicht für Menschen mit Behinderung, sondern auch für Menschen mit Demenz sind. Und das heißt, dass wir die Strukturen anders hinterfragen müssen, dass wir unser Höher, Schneller, Weiter anders hinterfragen müssen und dass wir unsere Pflege- und Altersstrukturen neu aufstellen und anders orientieren müssen. Und nochmal, nicht für einzelne kleine Gruppen von Betroffenen, sondern für uns alle.
Und wenn wir diese Gesellschaft neu und anders aufstellen wollen an der Frage Leben im Alter und Pflegebedürftigkeiten, dann ist ja die Frage, was wollen wir eigentlich alle? Und auch da gibt es viel ja nun an Diskussionen in der Vergangenheit. Da gibt es viel, was wir in Nordrhein-Westfalen auch gemeinsam mit Christel Wienstein in der Enquete-Kommission Zukunft der Pflege diskutiert haben. Und wahrscheinlich wäre das genau dasselbe, wenn ich heute hier fragen würde, wie möchten Sie denn eigentlich alle alt werden und wo? Dann ist es klar, erstens, wir sind alle froh darüber, dass wir eine höhere Lebenserwartung haben und wir möchten gerne dieses Mehr an Lebensjahren, was wir gewonnen haben, mit einer guten Lebensqualität länger leben, und zwar da, wo wir immer gelebt haben. Genau wie Sie, in der gewohnten Umgebung. In der Struktur, wo wir immer waren, möchten wir in der eigenen Häuslichkeit bleiben können. Und auch das haben Sie ja eben gesagt, solange es eben geht, dann mit Unterstützung, aber dann vor Ort in der eigenen Häuslichkeit. Das funktioniert nicht, wenn wir in unserer höher, schneller, weiter Funktionalitätsgesellschaft der Hochhaussiedlung, der Anonymität im Stadtteil, im Quartier nebeneinander leben und das gesellschaftliche Miteinander in Gänze ausgeblendet haben. Wir sind als Menschen eigentlich soziale Wesen. Wir sind darauf angewiesen, dass wir in der Begegnung sind und wir sind darauf angewiesen, dass wir Aufgaben haben, dass wir einen Sinn in dieser Gesellschaft haben. Und das ist an manchen Stellen ein Stück weit bezogen auf die älter werdende Bevölkerung verloren gegangen. Wir stehen im Berufsleben und Sie haben das eben ja auch sehr treffend beschrieben, wie wichtig Ihnen Ihr Beruf war und wie der Sie auch ausgefüllt hat. Und plötzlich, von einem Tag auf dem anderen, entweder durch die Krankheit oder weil man denn dann die 65 erreicht hat, ist man von der Überholspur auf der Autobahn mit 200 abgebremst auf dem Standstreifen, raus aus der Funktionalität und ist plötzlich im wohlverdienten Ruhestand. Und der wohlverdiente Ruhestand in unserer Gesellschaft ist anders, als er vielleicht noch vor 20, 30 oder 50 Jahren war. Weil als ich Kind war, ist mir noch vermittelt worden, dass Alter einen Wert hat, dass ein alter Mensch das Gefäß ist, in dem sich die Lebenserfahrung gesammelt hat, dass er ein Kunstwerk, ein Gesamtwerk ist, ein Lebenswerk ist. Dass ein alter Mensch mit all den Lebenserfahrungen, die er mit sich trägt, auch ein gesellschaftlicher Wert ist, ein Schatz ist, aus dem man Wissen auch wieder vermittelt bekommen kann und Lebenserfahrung mit auf den Weg bekommt. Und unsere Kinder bekommen heute vermittelt, dass der alte Mensch der Faktor ist, an dem die sozialen Sicherungssysteme zerbrechen, dass er der Kostenfaktor ist und es werden Diskussionen geführt bis hin zu den Rationalisierungsdebatten oder Rationalisierungsdebatten im Thema zum Beispiel, bis zu welchem Alter darf es denn die künstliche Hüfte dann noch geben. Also, wir sind in einer anderen Form, wo auch soziale Sicherungssysteme, die gemeinschaftliche solidarische Kranken- und Pflegeversicherung nicht mehr ein Wert sind, sondern meistens ein Nebenkostenfaktor sind. Das heißt, wir gehen komplett in die falsche Richtung, entwerten im Alter und sehen dieses Lebenswerk und diesen Schatz gar nicht mehr an. Und auch das ist wichtig, weil müssen wir uns wieder darüber im Klaren sein, ob wir denn dann das, wenn wir als geburtenstarke Jahrgänge ins Alter kommen, ob das unser Altenbild ist, was wir möchten, was unsere Kindergeneration von uns hat. Also, was heißt das für mich als Ministerin für die politischen Handlungsoptionen? Das heißt, wir müssen gemeinsam einen Diskurs führen. Wir müssen natürlich auf Landesebene die Rahmenbedingungen schaffen, dass das, was wir als Menschen allen wollen, nämlich in der eigenen Häuslichkeit möglichst und wenn es nicht mehr geht, dann wenigstens in einer kleinen, überschaubaren Wohneinheit im eigenen Stadtteil, weil auch das wäre ja gut, wenn es denn dann wirklich gar nicht mehr gehen würde, wenn dann wenigstens die Beziehung so eng beieinander ist, dass es tagsüber eine Struktur gibt, in denen der pflegebedürftige Mensch versorgt wird, indem er die Unterstützung bekommt und die Tagesbegleitung bekommt und man dann doch einen Teil des Lebens immer wieder auch gemeinsam verbringen kann und zwar beieinander. Es wäre doch wichtig, dass man nicht rausgerissen wird aus seinem Stadtteil und dass man, auch wenn es schwieriger ist, trotzdem noch zu seinem Metzger, zu seinem Bäcker in seinen gewohnten Strukturen und Kreisen laufen kann und seinen Weg gehen kann. Und dafür müssen wir die Gesellschaft verändern und müssen die alten Pflegestrukturen so anpassen, dass wohnortnahe Versorgung, dass Versorgung in der eigenen Häuslichkeit wirklich Platz 1 auf der Prioritätenliste hat. Und dazu brauchen wir aber auch Strukturen im Quartier, die mittragen. Und Strukturen im Quartier,
Das ist immer schön abstrakt. Ich will Ihnen einfach ein, zwei Beispiele nennen von Quartieren, was ich da für ein Bild im Kopf habe von den Sachen, die ich gesehen habe. In Bielefeld gibt es zum Beispiel eins, da gibt es einen größeren Häuserblock einer Wohnungsgesellschaft. Die haben eine Wohnung zur Verfügung gestellt. In dieser Wohnung ist der ambulante Pflegedienst, hat er seine Station drin. Aber gleichzeitig findet da gesellschaftliche Begegnung zwischen den Bewohnern und Bewohnerinnen selbst organisiert statt. Diejenigen, die fit sind im Alter und eine Aufgabe wollen und brauchen, kochen für diejenigen, die nicht mehr kochen, und holen sie ab und essen gemeinsam. Das ist nicht professionelle Pflege durch Ehrenamt substituiert, sondern das heißt an der Stelle, dass diejenigen, die was können in der Gesellschaft, ihre Aufgabe, ihren Platz haben, und für diejenigen, die nichts mehr können, was machen. Und das Spannende daran fand ich, als ich mit den Bewohnern gesprochen habe, die zum Essen kamen, die waren alle natürlich super glücklich, aber diejenigen, die gekocht haben, als ich die gefragt habe, warum machen Sie das eigentlich, und ich finde das toll, dass Sie sich engagieren, da sagte eine Frau zu mir, Sie können sich gar nicht vorstellen, wie glücklich ich bin, dass ich eine Aufgabe habe. Davor war ich beim Arzt, weil es mir schlecht ging. Jetzt kann ich kochen, ich werde gebraucht. Und das ist das, dass wir den Menschen und uns damit auch für die Zukunft wieder den Platz geben, wo wir auch gebraucht werden. Jeder in seinen Möglichkeiten und in seinem Rahmen. Aber der Platz in der Gesellschaft muss da sein, und das gesellschaftliche Verständnis darüber, dass wir sagen, das wollen wir. Wir wollen ein Miteinander. Früher gab es vielleicht die Kirchengemeinden, die Gemeindeschwester, die sich gekümmert hat. All die Strukturen haben wir nicht. Aber wir brauchen sie in einer Gesellschaft, die älter wird, und in einer Gesellschaft, in der wir miteinander und füreinander auch leben müssen, damit Strukturen erhalten werden können. Und ein weiterer Punkt ist ganz wichtig dabei. Wir haben viel in allen Diskussionen, wenn wir über Gesundheitspolitik reden, immer mit dem Begriff Prävention zu tun. Und alle, die an Prävention denken, denken als allererstes an Prävention bei Kindern und Jugendlichen. Klar. Ganz wichtig, Prävention bei Kindern und Jugendlichen hilft oft bis ins Alter rein. Aber Prävention im Alter diskutiert fast keiner. Und auch das heißt, vor Ort die Strukturen so schaffen, dass man leben kann und in Bewegung bleibt. Ein alter Mensch, der in seinen eigenen vier Wänden sitzt, der wird immobil. Weil nicht in der Bewegung bleiben heißt Muskelabbau. Das heißt, die beste Prävention ist ein Stadtteil, ein Quartier, in dem man in Bewegung bleibt, wo man noch den Bäcker hat oder den Gemüsewagen hat, der kommt und rausgeht. Die beste Prävention ist Strukturprävention im Quartier, und ich hoffe so ein Stück weit, dass wir mit dem Präventionsgesetz was erreichen. Denn ich will Ihnen auch dazu nur eine Zahl nennen. In Nordrhein-Westfalen kommen jedes Jahr 100.000 Menschen neu in die Pflegestufe 1. 100.000 Menschen. Wir haben in der Enquete-Kommission lange diskutiert, 3 Jahre später wäre durchschnittlich sogar möglich, wenn man gute Prävention hat. Wir haben mal gerechnet, was heißt das für einen Monat. Ein Monat später Pflegebedürftigkeit wären für die Pflegekasse 45 Millionen in etwa Einsparvolumen. Können wir jetzt darüber streiten, sind es 40, sind es 50, ist mir wurscht. Es ist viel, was man spart, wenn man die Lebensqualität gleichzeitig bei den Menschen erreicht. Und da müssen wir anpacken und ansetzen. Wir brauchen die Prävention für die Menschen vor Ort im Quartier. Und wenn wir über Demenz reden und nicht nur über Alter und Pflege, dann müssen wir, wenn wir über Prävention reden, noch über ganz andere Maßnahmen reden. Dann müssen wir nämlich darüber reden, dass erstens wieder die Kommunikation, die ich am Anfang gesagt habe, mit den Angehörigen, mit den Betroffenen fehlt. Nämlich, was sind die Rahmenbedingungen, die verwirren? Was sind die Rahmenbedingungen, die unter Umständen einen Schub auslösen? Was sind die Rahmenbedingungen, die unerträglich sind und die dazu führen, dass man sich anders verhält, als man sich vielleicht immer verhalten hat? Das ist im Krankenhaus. Das ist die Narkose, die vielleicht vermeidbar wäre. Das ist das Sedieren, das ist das Fixieren. Das sind ganz viele Sachen, die im Gesundheitswesen stattfinden, wo aber auch da wieder in der Funktionalität unseres Gesundheitswesens die Prozessabläufe auf dem Vordergrund stehen und nicht der Mensch mit seinen individuellen Bedarfen. Wir wissen aus Untersuchungen und wir wissen aus Projekten, die wir auch in Nordrhein-Westfalen vorantreiben, dass man zum Beispiel bei diesen Hüft-OPs bei einem normalen Behandlungsweg ca. 50% der Menschen mit einem Delir hinterher hat. Wenn man personenbezogene Pflege hat, sodass die Pflegekraft am Bett steht, dass die Pflegekraft von vornherein immer mit dem Menschen redet und auch während der OP dabei ist, wenn man dadurch die Narkosemittel reduziert, dann ist man hinterher bei unter 7%. Das ist eine massive Differenz zwischen 50% und 7% Delir oder Nicht-Delir. Und dieses Delir kann für jemanden, der eine Demenz hat oder der vielleicht noch vor einer Demenz steht, ein massiver Schub im Krankheitsverlauf sein. Und diese Sachen müssen wir einfordern und müssen die Umsetzung fordern, nämlich dass das Hinsehen passiert. Dass das Hinsehen passiert und dass wir in unserem Gesundheitswesen wieder das implementiert bekommen, was wir alle wollen, nämlich dass es um den Menschen geht und nicht um das System. Das System
Weder das Gesundheits- noch das Pflegesystem hat einen Selbstwert an sich, sondern es ist dafür da, damit die Menschen gepflegt und gesund gemacht werden und nicht damit es in den eigenen Prozessabläufen optimiert, schneller und noch wirtschaftlicher ist. Und deswegen Wettbewerb ja, Wirtschaftlichkeit auch, aber Wettbewerb um Qualität für die Menschen und nicht um Qualität für die Auslastung von OPs oder die Auslastung von Strukturen. Also wir Menschen wollen in unseren Quartieren leben, wir Menschen wollen alle in unserer eigenen Häuslichkeit bleiben, wir Menschen wollen eigentlich alle, dass die Strukturen andere sind, nämlich dass die Strukturen welche sind, die uns in unserer Selbstständigkeit, in unserer Mobilität erhalten. Ja, und wo stehen wir im Bereich dessen, was wir an Strukturen für Menschen mit Demenz haben? Als Ministerin erlebe ich gelegentlich die Diskussionen auch in anderen und mit anderen Bundesländern, wo wir über, ich sag mal unter dem Schlagwort Sunset City, die Demenzdörfer oder viele von Ihnen kennen die holländischen Beispiele, nämlich die Nebenrealitäten diskutieren. Es ist gut für die Menschen mit Demenz, wenn sie dann eine Scheinwelt aufgebaut bekommen. Es gibt viele, die da sehr zwiegespalten sind und sagen, es ist aber doch gut, wenn es einem gut geht und wenn man dann schön da behütet ist. Ich glaube, wir werden die Diskussion gemeinsam führen müssen, weil es geht nicht darum, was irgendwer will, sondern was die kommenden Generationen wollen. Ich für meinen Teil kann sagen, ich finde es immer schwierig, wenn man Kindern versucht, irgendwie Humbug zu erzählen. Und ich möchte das auch nicht im Alter für mich. Ich möchte nicht, dass wir das Gegenteil dessen, was wir mit der UN-Behindertenrechtskonvention uns auf die Fahne geschrieben haben, nämlich Inklusion, jetzt am Beispiel der Menschen mit Demenz ins Gegenteil umkehren und Sonderwohn- und Lebensformen machen. Ich möchte nicht, dass wir als Gesellschaft uns dieser Angst, das Gegenteil von Funktionalität vor Augen geführt zu bekommen, uns dem ergeben und sagen, wir stellen uns dem nicht und ändern unsere Strukturen. Es ist so einfach zu sagen, irgendwohin, da geht es den Menschen gut. Das ist die gleiche Argumentation, die wir früher bezogen auf Kinder und auf Erwachsene mit Behinderung hatten. Das kann es nicht sein. Das ist nicht das, was eine soziale und was eine starke Gesellschaft ausmacht. Eine starke Gesellschaft macht es aus, dass wir Strukturen schaffen, in denen es die Normalität gibt. Und auch das muss ich sagen, ich finde es ganz toll, dass Sie eben beschrieben haben, dass Sie ganz offensiv damit umgegangen sind. Dass Sie gesagt haben, Sie haben diese Krankheit und Sie auch damit bei der Gesellschaft was eingefordert haben. Nämlich Sie haben in Ihrem Umfeld den Mut gehabt und die Stärke gehabt zu sagen, ich brauche euch als Gegenüber, was stehen bleibt und was sagt, okay. Sie haben gesagt, und das ist was sehr berührt hat, dass Ihr Bruder große Schwierigkeiten damit hat, mit Ihrer Krankheit umzugehen. Und das ist das, was ich auch immer wieder von Dementen erzählt bekomme. Ich bin in vielen kleineren Gruppen vor Ort auch, Alzheimer-Demenzgruppen bei mir in der Kommune, wo ich immer mal wieder hingehe, aber auch an anderen Stellen und versuche das Gespräch auch gerade mit Menschen mit Demenz zu führen an der Stelle. Und es ist immer wieder, dass es gerade enge Angehörige sind, die aus der Angst des Verlustes heraus mit der Krankheit des Bruders, der Schwester, des Partners nur ganz schwer umgehen können. Und diese Herausforderung, nämlich dass wir als Gesellschaft uns dem stellen und sagen, ja, es ist so. Es ist eine Erkrankung, die uns alle treffen kann und es ist eine Erkrankung, die eine Veränderung der Beziehung mit sich bringt. Das, glaube ich, ist was ganz Entscheidendes und das ist das Gegenteil von Exklusion, von Ausgrenzung, von Sonderwohnformen. Und ich sag mal, ich bin ja nur Grüne und bin dafür bekannt, dass wir als Grüne nur so Sachen wie Fußfesseln und was nicht alles und Überwachung ablehnen. Ich habe irgendwann mal in einer Diskussion gesagt, ich bin jemand, ich möchte nicht irgendwann eingesperrt in Wattebäuschen noch ein paar Tage länger sicher in einer Wohnung oder in einem Pflegeheim sitzen, sondern ich bin da so, ich würde dann lieber gerne rumlaufen, hätte lieber gerne Fußfessel am Fuß mit einem Pieper oder so ein Togo-Handy für Alte, dass ich abends wieder eingesammelt werde und tagsüber glücklich draußen rumlaufe. Und die Frage ist doch, hält das die Gesellschaft aus? Halten wir es in Zukunft aus, dass unsere demenziell erkrankten Menschen draußen in der normalen Gesellschaft auch dann, wenn es ihnen nicht mehr so gut geht, sondern wenn sie richtig verwirrt und richtig strubbelig sind, halten wir das aus, dass sie in unserer Gesellschaft genauso im Tagesbild und auf der Straße zu sehen sind wie alle anderen? Halten wir es aus, dass man vielleicht hinschaut und sagt, kann ich Ihnen helfen?
Und dass man dann auch vielleicht einfach eine Reaktion bekommt, mit der man gerade nicht umgehen kann. Und ich glaube, da haben wir einen riesigen Lernprozess vor uns. Aber die Frage ist doch, ist es das wert? Ist es das wert, dass wir als Gesellschaft uns die Frage stellen, wo und wie und unter welchen Bedingungen wollen wir mit der Demenz gemeinsam leben? Ich persönlich kann nur sagen, für mich ist das einer der Punkte, wo ich dran arbeiten werde, weil ich glaube, dass wir diese Gesellschaft und das Selbstbestimmungsrecht für Menschen mit und ohne Demenz so lange wie möglich aufrechterhalten müssen. Und wir kennen ja auch Untersuchungen, die sagen, dass wenn man genau die Rahmenbedingungen hat, dass man im Wald, dass man im Stadtteil, im Quartier laufen kann, dass das die Krankheit besser verzögert und verlangsamt als alles, was wir an Medikamenten bisher haben. Und das ist unsere Verantwortung, zu sagen, diese Strukturen sind wir jedem, der an dieser Krankheit erkrankt, schuldig, dass wir sie umbauen und dass wir sie verändern. Also, ich möchte keine Scheinwelt. Ich möchte auch nicht in einem Zugsimulator sitzen, in dem draußen die Bilder vorbeigehen, und möchte auch, wenn ich alt und krank bin, normal an dieser Gesellschaft teilhaben können und dafür die Strukturen schaffen. Ich glaube, dass diese Bedrohung, die für viele da ist, die gesehen wird und die auch innerhalb der gesamten Fachszene gesehen wird, die Gratwanderung zwischen wie viel Fürsorge und wie viel Sicherheit muss ich den Menschen bieten und wie viel Selbstbestimmung und Normalität ermöglichen. Diese Diskussion müssen wir führen und da sind wir im Moment noch deutlich zu Lasten eines fremdbestimmten als eines selbstbestimmten Lebens. Ich glaube, wir werden uns beeilen müssen, die Strukturen aufzubrechen und zu verändern. Wir müssen Alter sichtbar machen. Wir müssen die Diskussionen sichtbarer machen. Und ich will noch ein letztes Beispiel bringen, was ich vor einiger Zeit im Fernsehen gesehen habe und was mich sehr beeindruckt hat, weil es zeigen könnte, wie wir auch das sichtbar machen und das Teilhaben älterer Menschen und kranker Menschen in der Gesellschaft wieder nach vorne bringen können. Und zwar gab es im Fernsehen einen Beitrag über China. In China gibt es in manchen Städten eine neue Welle der älteren Menschen. Die neue Welle ist, dass sie abends um 18 Uhr mit großen Ghetto-Blastern auf öffentliche Plätze gehen und die Musik andrehen. Und dass sie öffentlich dann, ob sie sich kennen oder nicht, tanzen. Das waren Bilder von alten Menschen, die strahlend auf den öffentlichen Plätzen zu lauter Musik tanzen. Und dann hat man die Anwohner gefragt, oh, wie finden Sie denn das? Und dann sagte einer der Anwohner, das ist schrecklich, ich kann meinen Fernseher nicht mehr hören. Und ja, was haben Sie gemacht? Ja, ich habe die Polizei gerufen. Und was hat die Polizei gemacht? Ja, die hat gesagt, die sind alt und sind viele, da kann man nichts machen. Wir sind heute schon alt und viele und gehen nicht raus. Wir werden noch mehr Alte und wir sind dafür verantwortlich. Ob wir den öffentlichen Raum zurückerobern und nehmen, ob wir die Einkaufsmöglichkeiten in den Quartieren fordern, ob wir die Straßen und Plätze für uns als Menschen erobern oder ob wir sie in der Funktionalitätsstruktur belassen wollen. Und ich finde dieses Beispiel von China, wo man sah, wie die Menschen glücklich sind, einfach glücklich, wo wildfremde Menschen miteinander tanzen und glücklich sind. Das ist ein Bild für mich von einer Vision, wo ich denke, da würde ich gerne hin. Und als ich das bei einer anderen Veranstaltung gesagt habe, sagte jemand, ja mein Gott, könntest du das denn ertragen, dass dann jetzt Helene Fischer gespielt wird und die tanzen? Da sage ich, gut, das müsste ich aushalten, aber wenn die 68er alt werden, dann wird es andere Musik sein zum Tanzen. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass wir gemeinsam die Ghetto-Blaster anschaffen, dass wir die Strukturen verändern und dass wir eine Gesellschaft schaffen, die inklusive ist, in der wir miteinander bis zuletzt leben und Spaß haben wollen, wo wir in der Begegnung sein wollen und wo es normal ist, dass wir miteinander, ob krank oder nicht krank, uns diese Gesellschaft und diesen Platz teilen und wo wir ihn nicht einer Leistungsgesellschaft alleine überlassen. Leistung hin, Leistung her, alles wichtig, aber alles in seinem Stellenwert. Das ist nicht der höchste Wert. Der höchste Wert in dieser Gesellschaft ist der, dass wir miteinander gemeinsam im sozialen Kontakt stehen. Und das finde ich wichtig, dafür zu kämpfen und zu streiten. Und wie gesagt, lassen wir die Ghetto-Blaster dann in Zukunft, wenn sie schon etwas kleiner und handlicher sind, damit man sie auch mit größeren Belastungen tragen kann, anschaffen. Lasst uns den Raum erobern, die Straßen, die Städte erobern und wir helfen denjenigen, die heute alt sind. Weil das sind die Pioniere für uns, so wie andere die Pioniere waren. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine erfolgreiche Veranstaltung heute.